Letztens wurde ein Statement von den Entwicklern von YouTube abgegeben, was nicht nur mich, sondern auch größere YouTuber betrifft. Das ist eines der Themen im heutigen Video. Wie möglicherweise ein Bruchteil von euch mitbekommen hat, werden nicht nur die Videos auf meinem Kanal immer weniger angezeigt, sondern auch die Videos von größeren Kanälen bekommen immer weniger Aufrufe. Das Video Bedrohung künstliche Intelligenz, welches ich am 12. Januar 2018 hochgeladen habe zu Hochdeutsch, hat zum aktuellen Zeitpunkt im 29. März um 12 Uhr bereits 114 Aufrufe, wogegen das Video, welches 2 Wochen später online gekommen ist, gerade einmal 29 Aufrufe hat. Aber woran liegt das? Dazu wurde ein Statement von YouTube veröffentlicht. Entwickler von YouTube sagen bei diesem Statement, dass es nichts mehr bringt, wenn man Usern Videos vorschlägt, welche sie sich schlussendlich so oder so nicht ansehen bzw. geschweige denn anklicken würden, selbst wenn sie diese Leute abonniert haben. Deswegen hat YouTube den Algorithmus umgeschrieben, sodass, wenn man einen Kanal abonniert hat, die Videos, wenn man diese nur manchmal bzw. gelegentlich mal ansieht, nicht mehr in der Abo-Box angezeigt werden. Weswegen die Schere zwischen den kleinen und den großen YouTubern immer weiter auseinandergerissen wird. Mittlerweile gibt es verschiedene Arten, wie man die Glockenfunktion von YouTube einstellen bzw. einrichten kann. Das ist die effektive Selektion der minderwertigen Qualität von YouTube. Warum sollte man jemandem ein Schnitzel machen, wenn diese Person eh kein, in Anführungszeichen, Fleisch essen darf? Das ist nicht das, was ich sage, sondern das, wie es rübergebracht wird von YouTube. Und wir sind schließlich nicht zu faul, uns unseren eigenen Content rauszusuchen, welchen wir uns ansehen wollen. Aber weil YouTube immer und immer wieder den Algorithmus umschreibt, bin ich mir sicher, dass dies bald wieder gefixt wird. Wollen wir es zumindest mal hoffen. Aber natürlich geht es immer schlimmer als schlimm. Der Algorithmus spinnt dann halt mal Zeit zu Zeit mal rum. Aber das, was ich euch jetzt sagen werde, werdet ihr zuerst auch nicht glauben. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, um das zu realisieren. Es geht darum, dass es Webseiten gibt, welche mit Algorithmen arbeiten, dessen Aufgabe es ist, ganze Kanäle von YouTube eins und eins zu kopieren und auf dessen Webseite einzubetten. Ohne Adblogger kommt man auf diese Webseiten nicht. Was diese Seiten machen, ist, dass sie den Content von YouTube nehmen, die Seite wie YouTube aussehen lassen, aber neben dem Video überall Werbung platziert wird, statt wie normal auf YouTube andere Videos auf der Seite. Mein Kanal wurde auf einer solchen Webseite auch schon kopiert. Die Klicks werden manchmal sogar nicht mal mitgezählt. Dass diese Videos eingebettet werden, ist ja nicht das Problem. Ganz im Gegenteil, es ist eine sehr große Ehre, dass Leute meine Videos gut finden, sodass sie diese auf Facebook und Instagram teilen. Oder wie schon erwähnt, meine Videos auf ihren Webseiten einbetten. Dafür muss man ja nicht fragen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es extra Webseiten gibt, welche nur darauf ausgelegt sind, in Massen Videos veröffentlichen und daraus extreme Gewinne zu erzielen. Uns dann aufgefallen, dass diese Seite, welche meinen YouTube-Kanal in Anführungszeichen kopiert hat, eine Seite aus Thailand ist und sich grundsätzlich niemand dafür interessiert, wenn man da Beschwerden einreichen würde. Und die Videos kommen nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt. Also kann man dagegen auch nichts machen. Das Wichtigste ist ja schließlich, dass ich auf diesem Kanal trotz allem weiterhin immer besseren Content bringen werde. Auch als Info für meine alten Zuschauer, beziehungsweise die Zuschauer, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind. In Zukunft werden weiterhin Videos mit dem Stil meines Kanals kommen. Creative Essay Production ist nur eine kleine Ergänzung von all dem hier. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!